Willkommen zurück bei Wonder Boy in Monster World. Hallo. Ja, wir wollen mal mit der Prinzessin reden. Und ja, mal gucken, wo sie ist. Bist du die Prinzessin? The Princess is now... Sie ist zurückgekehrt. Bin so erleichtert. Okay, bist du die Prinzessin? The Princess. Bist du die Prinzessin? The Princess. Bist du die Prinzessin? The Princess. Bist du die Prinzessin? The Princess is now a permanent guest. One of my seven commanders. Okay, ich hör schon auf. Da natürlich, da ist sie. Ich bin Sheila. Ich bin ein permanenter Gast in einem von Bowsers 7 Koopa Hotels. Danke, dass du mich gerettet hast. You've saved me. Ich habe gehört, dass du auf einer Reise bist und dass du die Monster bekämpfst. Nun, warum gehst du nicht mal nach Lilypad? Da ist vielleicht etwas Interessantes für dich. Jo, pass auf Monster auf, die auf deinem Weg lauern. Natürlich. Sag mal, seid ihr alle in die Klonmaschine geraten? Oder ist dieses spezielle, ist einfach nur dieser spezielle Typ immer nur gefragt. Immer nur derselbe Typ Frau. Das kann natürlich sein. Dass es Einstellungskriterium ist, dass du blond bist, dass du einen Zopf hast. Das kann schon sein. Ah, schrecklich. Immer diese Schönheitsideale. Gut. Egal. Wir wollen nach Lilypad, aber bevor wir das tun, will ich erstmal ein bisschen shoppen gehen. Ja, ich will shoppen gehen. Ich will endlich meine Kohle auf den Kopf kloppen. Und das tun wir jetzt mal mitten in Purapril. Purapril, April. Das wäre ein guter April-Scherz, ne? Ein Purapril-Scherz. Hör schon auf. Okay. Aber eine wirklich endlose Treppe hier. Hier haben wir nämlich noch eine Tür. Da gehen wir doch direkt mal durch. Aha. Dann kommen wir direkt hier raus. Gehen wir erstmal hier lang. Nein. Nein. Besser nicht. Ich glaube, wir übernachten erstmal eine Runde mit unserer Energie. Weil wäre ich jetzt in die Wüste gelaufen, so viel kann ich spoilern, wäre ich direkt draufgegangen. So, willkommen in meinem Inn. Ja. 15 Gold wird immer teurer hier. Gut. Ah, wenigstens mal schlafen. Endlich mal ein bisschen Entspannung und Ruhe und Gelassenheit. Fast ein bisschen im Birdman-Modus, aber dazu kommen wir später. Hey, Snitch. Okay, da geht sie einfach weg. Maugam. Mothim City. Desert ist ein verbietender Ort. Kein Forbidden, sondern ein Forbidding? Okay. Ein verbietender Ort. Gut. Habe ich dich jetzt mit durch die Tür befördert? Das sah gerade so aus. Und guck mal, der zuckt ein bisschen mit der Augenbraue, der Typ. Ich glaube, er ist ein bisschen angepisst. Ich glaube, dann gehen wir besser. Na gut. Willkommen in einer neuen Welt und genieße deinen Aufenthalt. Nein. Okay. Du hast großes Vertrauen in die Produkte, die du verkaufst. Dann kaufen wir jetzt das Night Sword. Ja, das will ich natürlich kaufen. Und die Heart Armor. Auch das kaufen wir. Und dann rüsten wir den ganzen Schmodder natürlich auch direkt mal aus. Hart. Halt. Hart. So, dass unsere Angriffspunkte auch mal steigen. Jetzt haben wir was genauso stark ist wie der Speer. Und vor allem können wir dabei unser Schild behalten. Oh, noch ein Waffenladen. Aber der war fest verschlossen. Die Tür war fest verschlossen. Und ich versuche nicht, sie aufzustoßen. Stattdessen töte ich diesen kleinen Jungen hier. Boah. Nein. Du bist ziemlich stark. Hör auf, mich zu würgen, Onkel. Ich hoffe, eines Tages bin ich genauso stark. Nein, bist du nicht. Für dich gibt es keine Hoffnung, Pimpf. Okay. Ich hab's dann damit aufhören. So, was haben wir denn hier? Es ist Morshu. Was verkaufst du uns denn? Lamp Oil, Rope,
bombs? You want it? It's yours, my friend, as long as you have enough rubies. Ich verstehe. Ich will das. Leather Boots. These boots are made for walking. So, Potion nehmen wir auch mal mit. Und dann haben wir noch das hier, ein Ruby. Ein Charmstone. Oh, das ist ja billig. Den nehmen wir sofort mit. Sorry, Link. I can't give credit. Come back when you're a little, richer. So, okay. Weiß gar nicht, ob wir noch irgendwo hin konnten. Ach halt, die Boots sollten wir natürlich auch noch ausrüsten. Yeah! Jetzt sind wir super stark und super schnell. Eigentlich nicht. Gut. Okay, da ist der Sumpf. Der ist wundervoll. Es ist, ist das nicht ein wunderbarer Ort? Den genießen wir. Da genießen wir unseren Aufenthalt mal so richtig. Ich habe ein bisschen Angst. Zumal die Gegner hier immer noch nicht wirklich viel Geld geben. Ich brauche doch Geld für eine Ausrüstung. Der Papa braucht ein bisschen Kleingeld. Ach Mann, ey. Gut, egal. Wir kommen trotzdem zurecht. Ist das nicht ein schöner, einladender Ort? Vor allem mit diesen netten Gestalten hier. Ja, achtbeinigen. So, hier muss ich langsam mal aufpassen. Weil hier müssten gleich so komische Geister erscheinen. Und die waren ziemlich scheiße. Die waren nicht nett. Na gut. Da waren sie. Oh Gott. Vielleicht lasse ich ihn einfach in Ruhe. Weil besonders viel Gold gibt der eh nicht. Und stattdessen gehen wir hier drauf. Wir fliegen auf diese... Wir springen auf diese schwebenden Fleischwurstscheiben hier. Als Kind habe ich das immer so genannt. Das hat mich immer an Fleischwurstscheiben erinnert. Ich weiß auch nicht warum. Vor allem auf dem Master-System halt. Ja, schwebende Fleischwurstscheiben. Warum nicht? Auf den kann man so wunderbar laufen. Alter, gleich ein halbes. Und ein ganzes Herz weg. Danke, wenigstens kriege ich ein halbes wieder. Heiligsblechle. Na, wenigstens lächelt der Baum mich. Am wenigsten ist einer, der hier lächelt. Wir haben ja eigentlich zum Glück, halt. Moment. Hier, die Potion haben wir ja dabei, zur allergrößten Not. Also es sollte nicht allzu viel schief gehen. Aber wer weiß das schon so genau? Und kaum habe ich das gesagt. Nicht zu fassen. Na gut, von dem sollte ich mich wirklich nicht allzu oft treffen lassen. Das ist nämlich ein fieser Fiesling. Nur Freezer ist fieser. Ah ja, aber zum Glück sind die schwebenden Fleischwurstscheiben auf unserer Seite. Das ist doch lachhaft hier, hier komme ich schon zurecht. Ihr werdet mich niemals aufhalten. Ich bin Wonderboy und ich habe eine sehr ungesunde Hautfarbe, Haarfarbe eher. Aber warum nicht? Er war seiner Zeit weit voraus. Das muss man ihm lassen. Ein echter Trendsetter. Halt, halt, halt! Oh Mann. Oh, sehr gut. Und ich bekomme sogar... ein Herz. Guck mal, was denn hier passiert. Hier ist ja alles zu. Die Monster kamen hierher und haben aus diesem hier ihre Heimat gemacht. Also soll niemand rein. Ach, verdammt. Gemeinheit. Hallöchen, wer seid ihr denn? Lilliput, das Zwergendorf. Mein junger Bruder. Hotter! Der ist richtig hot. It's getting hotter in here. It's been taken by the monsters. Oh mein Gott. Was soll ich tun? Einfach hier stehen bleiben und den guten Shion das machen lassen. Gut.
Interessante Sachen gibt es hier. Aber ich habe kaum Gold. Das ist doch scheiße. Das ist doch eine Reise voller Scheiße. Ich sehe ja schon wieder kommen. Konnte ich hier noch nichts machen? Okay. Dann gucken wir doch mal in die Läden rein. Hallöchen. Willkommen. Hätte ich doch nicht im Purapril shoppen gehen dürfen. Death Shield. Kostet 500. Geil. Wirklich? Marine Boots. Ah. Na super. Jetzt muss ich ja auch noch Geld farmen ohne Ende und die geben mir immer nur 3-4 Gold. Steel Armor, Alter. Das wird ganz schön teuer hier. Wenigstens haben wir hier noch ein Inn. Was haben wir hier? Noch einen alten Mann. Na, das ist doch bestimmt am hilfreichsten. Komm, schließ dich meiner Party an. Im Moment besteht sie nur aus einem Mann. Aber, naja, mit irgendjemandem muss ich ja anfangen. Also los, komm mit. Sonst würge ich dich. Eines der Kinder meines Dorfes wurde gekidnappt. Ich möchte niemanden sehen. Tu mir einen Gefallen und geh weg. Oh, du kommst nicht mit mir mit, habe ich recht? Immer dieses Selbstmitleid. Oh! Richtig, da war ja was. Eingeborener. Die mögen mich nicht so. Hallöchen. 20 Gold, ey. Diese Zwergen, die wissen, wie man Geschäfte macht. Ich glaube, das sind die Unterhosenwichtel aus South Park. Das kann ich mir nicht anders vorstellen. Rise and shine. Oh. Hurra! Die Eingeborenen sind wieder da. Mal gucken, wie viel Gold sie geben. Sechs und... Alter! Das ist ein Unterschied. Ich glaube, bei euch kann ich Geld farmen. Kann das sein? Wahnsinn. Das ist natürlich schon ziemlich praktisch und ziemlich cool. Nichtsdestotrotz, allzu sehr sollten wir uns mit denen nicht anlegen, weil die können natürlich mit den Äxten werfen und was weiß ich. Was? Und das ist ziemlich... Oh, ich muss aufpassen bei euch, habe ich recht? Ich habe ja schließlich noch einen langen und beschwerlichen Rückweg vor mir, wenn ich euch alle besiegt habe. Ja, wer weiß, wie lange das hier dauert. So, wir wollen nicht in den Sumpf fallen, weil... Fällt er in den Sumpf? Nach der Shion Plums. Oh mein Gott. Gut. Und jetzt, Leute, wird's richtig cool. Das Zwergenkind ist in Gefahr. Denn nun können wir die Zwergenrettung machen. Das fand ich in der Mega Drive-Version immer total cool. Das gab es auf dem Master System nämlich nicht. Leider ist es nicht allzu spektakulär inszeniert, aber irgendwie... Ihr werdet es sehen. Das macht Spaß. Komm mal her, du. Heia! Heia! Es ist ja ungeheuerlich. Das war's schon? Hatte ich länger in Erinnerung. Zwergenkind, hau doch nicht einfach ab, bedank dich wenigstens. Willst du denen hinterherrennen? Ich glaube, das ist keine gute Idee, hier ohne mich wegzugehen. Shion, was machst du da? Und ihr da? Ihr hängt ein bisschen hier rum? Das waren aber ein paar knochige Mahlzeiten, die sie da genossen haben. Egal. Alter! Das war gerade so natürlich nicht gedacht. Ich muss natürlich jetzt aufpassen. Ich muss den Weg jetzt wirklich nochmal zurück. Und zwei Herzen sind da schnell weg. Wenn ich nie aufpasse. Alter, das gibt's nicht. Oh, sag ich ja. Ich werde doch nicht jetzt schon meine Potion brauchen, oder? Bitte nicht. Nee, brauche ich nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Oh Gott. So, weg mit dir. Oh, und mit dir auch noch. So, und jetzt aber nix wie raus. Ich will meine Potion nämlich nicht verschwenden. So, es ist mir egal, was du sagst, Ältester. Ich gehe jetzt erstmal eine Runde pennen.
Die Zeit muss sein. Oh mein Gott. Da ist das doch noch richtig spannend geworden hier. Ich habe mich aber auf dem Rückweg jetzt überhaupt nicht gut angestellt. Rise and shine, ja. So, Ältester, wie sieht's aus? Hast du jetzt bessere Laune? Na, du siehst immer noch ziemlich geknickt aus. Du bist derjenige, der das Kind gerettet hat? Ich bin dir ewig dankbar. Du bist ein Held. Alter. Nun sollst du Poseidon treffen. Er schläft auf dem Grund des Sees. Auf dem Grund des Meeres. Das ist geil. Wie soll ich da hinkommen? Um unter Wasser zu schwimmen, brauchst du Poseidons Dreizack. Unglücklicherweise haben die Monster ihre Finger dran bekommen. Mein übliches Glück. Ich hab mal wieder beschissenes Glück heute. So, okay. Ich glaube, das war ein kurzer Part, denn ich würde ganz gerne... Halt, wir reden mal noch mit dem Kind. Sofern das geht. Du bist derjenige, der meinen Bruder gerettet hat. Er möchte mit dir mitgehen. Weißt du, er wäre vielleicht in der Lage, dir zu helfen. Aber geh nicht zu weit. Hurra, stimmt. Wir haben ja jetzt diesen Typen hier dabei. Das habe ich ganz vergessen. Ja, Priscilla ist nicht, der einzige Unterstützungscharakter. So, ich habe mich jetzt doch mal mit dem kleinen Zwergenmann hier aufgemacht und 3000 Goldmünzen gefarmt. Ja, denn ich will mir jetzt mal die ganzen Ausrüstungsgegenstände hier holen. Und bei den Typen hier kannst du wirklich tatsächlich relativ gut farmen. Und, ja. Außerdem, vielleicht seht ihr später noch, dieser nette kleine Zwerg hat auch die Eigenschaft, dass er ab und zu mal Goldmünzen fallen lässt. Und das ist zwar nicht allzu viel, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber das macht ja nichts. Machst du's? Suchst du was? Hallo? Irgendwann? Ich will die Zuschauer wollen noch was sehen für ihr Geld. Was machst du jetzt mit Absicht? Du, das ist der viel zitierte Vorführeffekt. Ich hasse dich. Mann. Wozu gehen wir überhaupt hier in diesen Sumpf? Wenn du deinen Job nicht machst. Achso, du wohnst... Ah, na bitte. Da war's. Okay, dankeschön. Na, endlich machst du deinen Job. In dem Fall ein 1-Euro-Job, weil ich habe nur 1 Euro dafür gerade irgendwie bekommen von dir. Aber egal. Ja. Gut. Kaufen wir mal ein bisschen. Gehen wir ein bisschen auf Shoppingtour. Diese Zwerge haben ja auch ganz ordentliche Sachen. Und die können wir auch ganz gut gebrauchen. You have bla bla Steel Armor. Ja, die nehmen wir natürlich mit. Steel Armor für Arme. Kann man immer gebrauchen. Und was wir auch mitnehmen sollten, sind vor allem diese Boots hier. These boots are made for swimming. Tatsächlich. Marine Boots. Und dann haben wir das hier. Einen Schildzauber. 500 Gold. Nehmen wir auch mit. Und dann möchte ich noch Fast Food purchasen, damit ich es als mein own cooking disguisen kann. Oh mein Gott. Ja. Es ist alles Steam Tams. So, Shield. Da haben wir's. Man sollte bei Shield nicht nach Shield nicht bei den Schilden gucken, sondern tatsächlich, das ist ein Abwehrzauber, den wir zaubern können. Ja, und was soll ich sagen? Er ist ganz okay. Und so ausgerüstet können wir uns ja dann doch allmählich mal auf in Richtung des nächsten Unforgettable Dungeons machen, nachdem wir die Steel Armor noch angelegt haben. Ja, ich glaube, wir sind bereit. Bereit für neue Schandtaten. Aber erstmal sollten wir nochmal ins Innen gehen. Nochmal in uns gehen, sozusagen. Uns nochmal heilen lassen. Es war ein anstrengender Tag. Wir haben viel erreicht hier im Sumpf. Aber der Dungeon, der wartet im nächsten Part auf uns. Und da bin ich persönlich schon sehr gespannt, wie das läuft. Ich hoffe, ihr seid da genauso gespannt wie ich. Ah, schön. Rise and shine, Shion. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Bis zum nächsten Mal, euer Weehawk.